ich stelle mal die Eieruhr auf die Länge einer Schulstunde, das sind 45 Minuten, denn ich will Bücher fertig lesen und ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Und ich bin angekommen in Lektion 12, das Anlagevermögen und die Abschreibung. Das gehört zum Teil die Geschäftsvorfälle. Das ist der dritte Teil, drittens die Geschäftsvorfälle und das ist die Lektion 12, das Anlagevermögen und die Abschreibung. Geht von Seite 94 bis Seite 114. Ich bin angekommen auf der Seite 103. Das heißt, von den 20 Seiten habe ich noch nicht mal mehr 10 geschafft. Deshalb fange ich auch an, die Uhr zu stellen. Das Ganze ist recht dröge, weshalb ich nicht immer ganz so viel schaffe, wie ich eigentlich möchte. So, ich zwinge mich jetzt einfach mal dazu. Es geht weiter mit Übersicht 18, Gebäudeabschreibung. Das ist eine... Im Grunde genommen ist es schon ein Algorithmus, wie man Gebäudeabschreibungen vornimmt. So, ein zu Papier gebrachter Algorithmus. Sowas ist immer schön, da weiß man genau, was man zu tun hat. Und ich werde ihn jetzt vorstellen. So, Gebäude dient nicht Wohnzwecken und ist im Betriebsvermögen. Bauantrag war nach dem 01.03.1985. Ja, dann gibt es eine Abschreibung von 3% im Jahr. Und dann nein, Gebäude wurde vor 1925 hergestellt, ja, Abschreibungssatz 2,5% im Jahr und nein, Abschreibungssatz ist auch hier mit 2,5% abgegeben, das ist aber glaube ich nicht richtig. So, da ist ein Fehler im Buch. Es ist hier anders gesagt worden. Es sind 2%. Ich markiere das mal. Im Zweifelsfall muss man im Einkommensteuergesetz nachgucken. Steht das nochmal? Ich mache mal ein dickes Fragezeichen dran und schreibe die Seite dazu. Das ist die Seite... Seite 100, wo das anders steht. Ich kenne das auch nur anders. Naja, in der dritten Auflage wird es vielleicht besser. So, jetzt weiter. Der nächste Algorithmus ist Sonderprüfung. Gebäude steht im Sanierungsgebiet, beziehungsweise es untersteht dem Denkmalschutz. Sonderprüfung, Doppelpunkt. Gebäude steht im Sanierungsgebiet, beziehungsweise es untersteht dem Denkmalschutz. Ja. Es liegt eine Bescheinigung über die Lage bzw. den Denkmalschutz vor, wenn wieder Ja geantwortet wird. Erhöhte Abschreibung auf bestimmte Erhaltungsaufwendungen möglich, 8 Jahre maximal 9%, danach 4 Jahre lang maximal 7%. So, wenn eine der beiden Fragen mit Nein beantwortet wird, dann gibt es keine weitere Prüfung. Es gibt auch nicht diese erhöhte Abschreibung auf bestimmte Erhaltungsaufwendungen, es müssen beide Fragen mit Ja beantwortet werden. So. So. Kann ich hier mein Zeichen wegmachen? Und es geht weiter auf der Seite 103 mit die lineare Abschreibung. Die lineare Abschreibung. Die Abschreibung mit einem festen Prozentsatz wird lineare Abschreibung genannt. Es handelt sich dabei um die gängigste Abschreibungsmethode.
Wie dargestellt werden bei der linearen Abschreibungsmethode die gesamten Anschaffungen bzw. Herstellungskosten inklusive Nebenkosten auf die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, sodass während eines vorgeschriebenen Zeitraums jährlich jeweils gleich hohe Beträge als Betriebsausgaben für die Anschaffung des jeweiligen Wirtschaftsguts angesetzt werden können. Fall 53. Die gleichmäßig verteilte Abschreibung. Rechtsanwalt R. kauft sich im Januar 01 ein neues Fahrzeug, das er ausschließlich für seine berufliche Tätigkeit nutzen möchte. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf 18.000 Euro netto. Wie hoch sind die jährlichen Abschreibungsbeträge des R? Die Nutzungsdauer beläuft sich laut AFA-Tabelle auf 6 Jahre. Demnach kann Rechtsanwalt R. für jedes dieser 6 Jahre 18.000 Euro geteilt durch 6 3.000 Euro als Betriebsausgaben für das Fahrzeug ansetzen, wenn er die lineare Abschreibung wählt. Leitsatz 18. Lineare Abschreibungsmethode. Bei der linearen Abschreibungsmethode werden die Anschaffungskosten durch die voraussichtliche Nutzungsdauer geteilt. Der so ermittelte Betrag ist der jährlich anzusetzende Abschreibungsbetrag. Um den Prozentsatz zu ermitteln, werden 100% durch die Nutzungsdauer geteilt. Zum Beispiel 100% durch 10 Jahre Nutzungsdauer ergibt eine jährliche Abschreibung von 10%. Wird das Wirtschaftsgut nicht zum Jahresanfang angeschafft, erfolgt eine zeitanteilige Abschreibungsberechnung pro rata temporis in Klammern. Das gilt auch bei der Veräußerung der Entnahme mitten im Jahr. Es wird dabei grundsätzlich nicht beanstandet, wenn die zeitanteilige Nutzung auf viele Monate aufgerechnet wird, auch wenn die Anschaffung bzw. die Herstellung tatsächlich erst in der Mitte oder auch erst gegen Ende des Monats erfolgte. Also monatsgenau muss man das machen, nicht genauer. Wahrscheinlich kann man das zu seinen Gunsten monatsgenau machen. Oder ich kann das zu meinen Gunsten monatsgenau machen, wahrscheinlich. Ich würde das probieren. Steuertipp. Das Anlagevermögen kann bereits dann aktiviert und abgeschrieben werden, wenn über das Wirtschaftsgut wirtschaftlich verfügt werden kann, dies aber noch nicht bezahlt wurde. Haben Sie sich zum Beispiel im November eine Maschine liefern lassen und ein Zahlungsziel von 90 Tagen vereinbart, können Sie im Jahr die Lieferung bereits die Abschreibung buchen. Voraussetzung neben der wirtschaftlichen Verfügungsmacht ist das Vorliegen einer Rechnung. Hinweis: Wird bei der Anschaffung eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens eine Anzahlung geleistet, kann dies nicht sofort als Betriebsausgabe abgezogen werden. Wird bei der Anschaffung eines Wirtschaftsgutes das Hinweis Doppelpunkt. Wird bei der Anschaffung eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens eine Anzahlung geleistet, kann dies nicht sofort als Betriebsausgabe abgezogen werden. Die Anzahlung ist zusammen mit der Restzahlung und über die voraussichtliche Nutzungsdauer zu verteilen. Sehr schwieriger Satz, ist aber richtig. Die Anzahlung ist zusammen mit der Restzahlung und über die voraussichtliche Nutzungsdauer zu verteilen. Dies gilt auch dann, wenn die Anzahlung im ersten und die Restzahlung im Folgejahr erfolgt. Jetzt geht es weiter mit der Leistungsbeschreibung.
Neben den bisher vorgestellten Abschreibungsarten ist es ebenfalls möglich, eine Abschreibung nach der Leistung vorzunehmen. Voraussetzung dafür ist die voraussichtliche Leistung des Wirtschaftsgutes muss bekannt sein. Betriebsstunden bei Maschinen, Fahrkilometer bei Fahrzeugen, das in Klammern. Ein Zähler zur Bestimmung der verbrauchten Leistung muss vorhanden sein. Die Abschreibung nach der Leistung muss wirtschaftlich begründet sein. Wirtschaftlich begründet ist die Abschreibung nach der Leistung, wenn das Wirtschaftsgut nicht gleichmäßig, sondern stoßweise genutzt wird. Ja. Beispiel wäre ein Mähdrescher, wenn ganze Felder brach liegen, weil sich der Boden erholen muss, dann wird der Mähdrescher nicht genutzt. In Jahren, in denen dann zwei Weizenernten eingefahren werden, Sommer- und Winterweizen, nach der Aussaatzeit, wird der Mähdrescher zweimal im Jahr benutzt. Das ist eine ungleichmäßige Leistung und da kann man eine Leistungsabschreibung wählen. So. Wir haben hier ein anderes Beispiel, die Dampfmaschine. Fall 54, die Dampfmaschine. Eine Maschine hat eine Laufleistung von 120.000 Stunden. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 150.000 Euro. Eine Laufstunde kostet daher umgerechnet 150.000 Euro durch 120.000 Stunden 1,25 Euro. Im ersten Jahr läuft die Maschine 23.000 Stunden. Auf welche Höhe beläuft sich der Abschreibungsbetrag? Wendet man den Preis für eine Laufstunde auf die Laufleistung des Jahres an, ergibt sich der Abschreibungsbetrag in Höhe von 1,25 € mal 23.000 Stunden pro oder 23.000 Stunden sind 28.750 Euro. Man sollte hier nicht so genau nach den Einheiten gucken, das ist aber in dem ganzen Buch so. Also, die Abschreibung läuft sich auf 28.750 Euro ein, 1,25 mal 23.000. So, jetzt geht es weiter mit einem neuen Kapitel. Der AVAA, Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung. Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung. AFAA oder AFAA. AFAA. Ich weiß nicht, warum man sowas noch abkürzen muss und dann auch noch so. Man nennt die in Beschluss 7 des Einkommensteuergesetzes normierten Absetzungen für Abnutzungen oder Substanzverringerung auch normale Absetzung für Abnutzung. Die Bezeichnung normale Absetzung für Abnutzung lässt erkennen, dass daneben auch anormale Abschreibungen existieren müssen. Diese Abschreibungen werden natürlich nicht anormal genannt, sondern außergewöhnlich technische oder wirtschaftliche Abnutzung. Und das ist die AFAA. Das ist Beschluss 7, Absatz 1, Satz 7 des Einkommensteuergesetzes. Außergewöhnlich ist die Abnutzung, wenn sie im Rahmen der betrieblich außergewöhnlich ist die Abnutzung, wenn sie im Rahmen der betriebsgewöhnlichen Nutzung normalerweise nicht eintritt. Voraussetzung für eine außergewöhnliche technische Abnutzung ist ein Substanzverlust, der zu einer Verkürzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer oder zu einer Einschränkung der gewöhnlichen Nutzung führt.
Dieser Substanzverlust kann auf Einwirkungen durch höhere Gewalt, in Klammern Brand, Wasser, Sturm, Bergschäden oder auf innere Mängel des Wirtschaftsgutes, in Klammern Materialmängel bei einer Maschine, Fäulnis zum Beispiel bei einem Gebäude, Klammer zu, zurückzuführen sein. Bei einer Absetzung wegen außergewöhnlicher wirtschaftlicher Abnutzung muss es aufgrund von außergewöhnlichen Einflüssen zu einer Einschränkung der wirtschaftlichen Nutzbarkeit kommen. Bei einer Absetzung wegen außergewöhnlicher wirtschaftlicher Abnutzung kann es... Bei einer Absetzung wegen außergewöhnlicher wirtschaftlicher Abnutzung muss es aufgrund von außergewöhnlichen Einflüssen zu einer Einschränkung der wirtschaftlichen Nutzbarkeit kommen. Die AFAA ist bis auf den tatsächlichen Wert vorzunehmen. Das heißt, wird das Wirtschaftsgut vollständig zerstört, ergibt sich für dieses Wirtschaftsgut ein Restwert von 0 Euro, in Klammern vollständige Abschreibung, Klammer zu. Der bis dahin geltende Wert für das Wirtschaftsgut kann in voller Höhe als Betriebsausgabe angesetzt werden. Dieser Ansatz ist grundsätzlich im Jahr des Schadenseintritts, spätestens jedoch im Jahr der Entdeckung des Schadens vorzunehmen. Eine AFAA kann auch dann in Betracht kommen, wenn es nicht zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes kommt. Beispiel. Die technische Fortentwicklung führt dazu, dass es auf dem Markt eine um ein Vielfaches schneller und effizienter arbeitende Maschine. Die technische Fortentwicklung führt dazu, dass auf dem Markt eine um ein Vielfaches schneller und effizienter arbeitende Maschine angeboten wird, sodass ein Unternehmen zeitnah diese Maschine anschaffen muss, um überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben. In diesen Fällen ist es zulässig, den Restwert oder einen Teil des Restwertes der bisher genutzten veralteten Maschine als außergewöhnliche Absetzung für Abnutzung abzuschreiben. Aber auch bei wirtschaftlicher Abnutzung kann beispielsweise bei unterlassenen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Beispielsweise bei unterlassenen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten kann diese Abschreibungsart zulässig sein. Nicht anwendbar ist die AFAA bei Wirtschaftsgütern, für die als GWG, in Klammern geringwertige Wirtschaftsgüter, Klammer zu, ein Sammelposten, Klammer auf, Poolabschreibung in der Lektion folgend, Klammer zu, gebildet wurde. Diese werden über den für den Sammelposten vorgesehenen Zeitraum in gleichen Beträgen abgeschrieben, ungeachtet dessen, ob die Nutzbarkeit des Wirtschaftsgutes durch ein außergewöhnliches Ereignis wegfällt oder beeinträchtigt wird. Fall 55, ein Hurrikan. Bei einem nächtlichen Sturm wird das ausschließlich betrieblich genutzte Porsche Cabrio von Architekt A durch einen umstürzenden Baum vollständig zerstört. A nutzt das Auto seit einem Jahr und hat bislang ein Sechstel der Anschaffungskosten steuerlich abgeschrieben. Wie ist dieser Vorfall in der EUR von A zu berücksichtigen? Architekt A kann den kompletten Restwert für das Fahrzeug als Betriebsausgaben in Form von AFAA ansetzen, da aufgrund eines außergewöhnlichen Ereignisses das Wirtschaftsgut verschlissen ist. So,
Es geht weiter mit Leitsatz 19. Leitsatz 19. Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung, AFAA in Klammern. Bei Beschädigung bzw. Zerstörung eines Wirtschaftsgutes verkürzt sich dessen betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und es kann eine Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung in Klammern AFAA bis auf den tatsächlichen Wert vorgenommen werden. Eine Ausnahme von der Regel bilden die geringwertigen Wirtschaftsgüter. Zu unterscheiden ist die Abschreibung von der Teilwertabschreibung. Eine Teilwertabschreibung ist für die Gewinnermittlung gemäß Beschluss 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz nicht möglich. Jetzt kommt ein Zwischenstopp. Anfang, Zwischenstopp. Die Teilwertabschreibung richtet sich nach dem Marktwert oder dem Wert, der bei dauernder Wertminderung unterhalb der Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bzw. den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten in Klammern Restbuchwert liegt. Aha. Das heißt, der Marktwert muss fallen. Diese Abschreibung ist bei allen auch nicht abnutzbaren bilanzierungsfähigen Wirtschaftsgütern, in Klammern Grundstück, möglich. Ich dachte, der Wert muss, aber egal. Das macht gerade keinen Sinn in meiner kleinen Welt. In der großen Welt der Finanzämter macht das wahrscheinlich Sinn. Der ermittelte niedrigere Wert darf nur beibehalten werden, wenn der Teilwert auch in Zukunft niedrig bleibt. Der Wert des Grundstückes ist gefallen. Eine Teilwertabschreibung wird also auch durch allgemeine Markteinflüsse bestimmt, denen sich das Wirtschaftsgut nicht entziehen kann. Um die Teilwertabschreibung zu bestimmen, ist eine Bewertung des Wirtschaftsgutes vorzunehmen. Die Bewertungsvorschriften für den Betriebsvermögensvergleich sind jedoch durch Einnahmeüberschussrechner nicht anzuwenden. Deshalb ist eine Teilwertabschreibung nicht möglich. Das verstehe, wer will. Das ist jetzt der Ende des Zwischenstopps. Das ist das Ende des Zwischenstopps. Wahrscheinlich muss man dann anders bewerten, wenn man zu einer Teilwertabschreibung kommen will. Ich habe es gerade nicht verstanden. Ich bin zu doof dazu. So. Ach ja. Der Herr vom Finanzamt, der mich schon ein paar Mal angerufen hat und von mir einen Fragebogen will, der weiß sicherlich, wie das geht. Der kann auch mit dem Zwischenstopp was anfangen. Mir hat mal einer gesagt, dass das die Schulungsunterlagen für Finanzbeamte sind. Das ist der Ewald von Kleist Verlag Berlin, habe ich schon mal gehört. So. Wenn die das verstehen, ich tue das nicht. So, wir sind auf der Seite 100. Oder ich bin auf, ich rede schon im Pluralis Majestatis, weil ich über meiner Einkommensteuererklärung schwebe. Ich habe auch zurzeit kein Einkommen. Es geht um geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG, auf der Seite 108 und ich muss, damit diese Lektion endet, bis Ende Seite 113 kommen. Geht. Geringwertige Wirtschaftsgüter, in Klammern GWG.
Bisher haben Sie gelernt, dass die Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 Euro über die voraussetzliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Natürlich gibt es im Steuerrecht auch eine oder mehrere Ausnahmen von der Regel. Die Ausnahmen sind die beweglichen, geringwertigen Wirtschaftsgüter. Unter geringwertige Wirtschaftsgüter versteht man die Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro liegen und bei denen eine selbstständige Nutzbarkeit bzw. Nutzungsfähigkeit gewährleistet ist. Dies trifft zum Beispiel auf das klassische Zubehör, in Klammern bei einem PC, etwa die Maus, die Tastatur, der Drucker, Klammer zu, nicht zu. Wenn dieses Zubehör ohne einen bestimmten Hauptgegenstand nicht selbstständig funktioniert oder nutzbar gemacht werden kann, liegt auch kein geringwertiges Wirtschaftsgut, in Klammern GWG, vor. So. Sind diese Voraussetzungen gegeben, gelten folgende Regeln. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 150 Euro sind sofort abzuschreiben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 und 1000 Euro werden gesammelt und unabhängig von der jeweiligen Nutzungsdauer über 5 Jahre abgeschrieben oder für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 Euro und 410 Euro existiert ein Wahlrecht. Diese Wirtschaftsgüter können in den Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben werden, Poolabschreibung, oder sie können im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben werden. Voraussetzung für das Wahlrecht ist: erstens, das Wahlrecht kann im Jahr nur einheitlich ausgeübt werden. Zweitens, die Wirtschaftsgüter sind in einem gesonderten Verzeichnis extra zu führen. Worin können die Vor- bzw. Nachteile liegen? Mit der Zuordnung der geringwertigen Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung oder zur Poolabschreibung lässt sich der Gewinn mit Aufstellung oder Gewinnermittlung noch etwas steuern. Mit der Zuordnung der geringwertigen Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung oder zur Poolabschreibung lässt sich der Gewinn mit Aufstellung der Gewinnermittlung noch etwas steuern. Hinweis: werden die Wirtschaftsgüter gesammelt, Anschaffungskosten zwischen 150 und 1000 Euro, spricht man von einem Pool. Die entsprechende Abschreibung über 5 Jahre wird auch als Poolabschreibung bezeichnet. Steuertipp: ist der Gewinn wirklich sehr niedrig bzw. liegt ein Verlust vor, könnte eine weitere Ausnahmeregelung in Betracht gezogen werden. Es ist ebenfalls möglich, Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter 150 Euro in den Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre verteilt abzuschreiben, anstatt im Jahr der Anschaffung diese sofort als Betriebsausgaben anzusetzen. So. Jetzt kommen wir an einem Fallbeispiel an, und es geht um einen Gynäkologen. Fall 56, der investierende Gynäkologe. Der Frauenarzt A plant im Januar 01 folgende Anschaffung und bittet sie vorab um Informationen,
wie er die angeschafften Wirtschaftsgüter behandeln soll. Er wünscht später einen möglichst niedrigen Gewinn. Und er schafft Folgendes an: A, 20 Stühle für den Wartebereich, ein sehr populärer Gynäkologe. Anschaffungskosten jeweils 180 Euro. Man sitzt auch anders als bei der Dolmetscherin. Und er ist auch populärer. Ein Computer für die Praxis, Nutzungsdauer 3 Jahre, warum man auch immer alle 3 Jahre einen neuen Computer braucht. Der Server wird über 6 Jahre abgeschrieben. Anschaffungskosten 1010 Euro. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen werden 3% Konto gewährt. Und C, ein mobiles Klimagerät. Wenn der Gynäkologe auf die Muschi schaut, will er nicht schwitzen. Und er schwitzt für 11 Jahre nicht, denn so lange ist die Nutzungsdauer. Die Anschaffungskosten liegen bei dem gleichen Preis wie der Computer, 110 Euro. Vielleicht kommt er bei dem ins Schwitzen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen werden 3% Skonto gewährt. Was könnten Sie ihm raten? Das Schöne ist, es sind alles Wirtschaftsgüter zwischen 150 und wie viel Euro noch gleich? 1000. Das ist so schön. Deshalb soll man ja auch die 3% Skonto mitnehmen. So. Damit hat jetzt keiner gerechnet. Ein schlauer Fuchs, der Steuerberater, werde da noch auf den Skonto gucken. So, und jetzt. Ich möchte mal gerne wissen, wo man in Solingen so einen Steuerberater findet. Was könnten Sie ihm raten? Zu A. Für die Stühle sollte im Jahr der Anschaffung das Wahlrecht dahingehend ausgeübt werden, dass diese sofort abgeschrieben werden, da Frauenarzt A, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, einen niedrigen Gewinn ausweisen möchte. Von der Zahlung mit Skonto ist abzuraten, wird der Computer für 1.010 Euro angeschafft, unterliegt er nicht der Regelung der Pull-Abschreibung. Es erfolgt eine Abschreibung über 3 Jahre regulärer Nutzungsdauer statt 5 Jahre Pull-Abschreibung. Zu C, in diesem Fall sollte die Skontozahlung unbedingt ausgenutzt werden. Das Klimagerät fällt in die Pool-Abschreibung. 1010 Euro mal 97% sind 979,70 Euro. Dadurch kommt die fünfjährige Pool-Abschreibung zum Zug und es dauert nicht 11 Jahre. Ansonsten dürfte das Klimagerät nur über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 11 Jahre abgeschrieben werden. Sehr schön. Also, die Stühle sofort abschreiben, den Computer in 3 Jahren, man nimmt den Skonto nicht mit und das Klimagerät nimmt man, dann nimmt man den Skonto mit. Und ich würde dem Herrn Gynäkologen raten, über 5 Jahre abzuschreiben, denn Einkommensteuersätze sind gestaffelt und man tut sich leichter, wenn man kontinuierlich irgendwo im Mittelfeld bei den Einkünften liegt. Aber was soll's. So. Er ist Gynäkologe und schaut Frauen auf die Muschi. So. Und dann gibt's hier noch eine Tabelle. Wenn man das einmal so macht und einmal so macht, einmal kommt da eine einmalige Abschreibung von 4.132,61 Euro raus und ansonsten über 5 Jahre 1.007,76 Euro. So. Ich glaube, ich verstehe die
Tabelle gerade nicht. Ich bin da wieder zu doof zu. Doch, ich verstehe die Tabelle. Die Beträge sind deshalb so unterschiedlich, weil der Computer zum Beispiel über 3 Jahre und die Klimaanlage über 5 Jahre abgeschrieben wird. Aha, so. Übersicht 19, Vor- und Nachteile der Poolabschreibung. So. Es gibt den Sachverhalt, den Vorteil und den Nachteil. Sachverhalt, Nutzungsdauer. Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes größer, 5 Jahre, Poolabschreibung günstiger. Nachteil, Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes kleiner, 5 Jahre, Poolabschreibung ungünstiger. AFA-Berechnung, die Poolabschreibung erfolgt als Jahresabschreibung, nicht zeitanteilig. Außergewöhnliche Abschreibung AFA, Nachteil. Die außergewöhnliche Abschreibung ist nicht zulässig in der Poolabschreibung. Verkauf, Diebstahl, Defekt. Das Wirtschaftsgut verliert im Pool seine Identität. Es erfolgt keine Korrektur der Poolabschreibung um das defekte oder gestohlene Wirtschaftsgut. Das heißt, man schreibt über 5 Jahre kontinuierlich ab. Das ist das, was ich wirklich Leuten empfehlen würde, weil es das Einkommen kontinuierlich mindert und man davon ausgehen kann, dass man ab einem gewissen Punkt jedes Jahr ungefähr dasselbe bekommt für die gleiche Arbeit. Zustände sollten hier stabil sein. Aufzeichnungspflichten. Für die Poolabschreibung muss kein gesondertes Verzeichnis geführt werden. Das ist ein Vorteil. So. Hinweis: Wird das Wahlrecht für die Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410 Euro netto im Jahr ausgeübt? Wird die Poolabschreibung für höherwertige Wirtschaftsgüter ausgehebelt? Das bedeutet, Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 410 und 1000 Euro werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Poolabschreibung von Wirtschaftsgütern und die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter können in einem Wirtschaftsjahr nicht nebeneinander ausgeübt werden. So. Ach ja. Was ein fröhliches Hin- und Her-Bilanzieren. Ich habe noch 5 Minuten auf der Uhr und ich werde die Lektion 12 jetzt einfach mal beenden mit der Sonderabschreibung. Die Sonderabschreibung. Neben den bisher vorgestellten Abschreibungsarten existieren gerade für kleinere Unternehmen eine politisch motivierte Abschreibungsart, das ist die Sonderabschreibung. Diese Sonderabschreibung und die Regelungen dazu finden Sie im Beschluss 7g Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes. Die Sonderabschreibung kann neben der regulären Abschreibung angesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Der ermittelte Gewinn darf am Ende des Jahres vor Anschaffung, Herstellung des Wirtschaftsgutes 1.000 Euro nicht übersteigen. Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft liegt der Einheitswert nicht über 125.000 Euro, was auch immer der ist. Nach Anschaffung, Herstellung muss das Anlagegut mindestens bis zum Ende des Folgejahres im Betriebsvermögen bleiben. Klammer auf, Beispiel Anschaffung in 01, Haltedauer des Wirtschaftsgutes im Betrieb mindestens bis zum 31.12.02, Klammer zu.
Das Wirtschaftsgut muss fast ausschließlich betrieblich genutzt werden, das heißt mindestens 90%, das steht hier in Klammern, und das anzuschaffende, herzustellende Wirtschaftsgut kann ein neues oder ein gebrauchtes, abnutzbares, in Klammern kein Grundstück und bewegliches, kein Gebäude, Anlagegut sein, zum Beispiel Fahrzeuge, Maschinen. Sind die Voraussetzungen erfüllt, können Wirtschaftsgüter folgendermaßen zusätzlich abgeschrieben werden. Sonderabschreibung erfolgt in Höhe von bis zu 20% der Anschaffungskosten. Eine Sonderabschreibung kann im Jahr der Anschaffung und in den folgenden 4 Jahren erfolgen. Sie muss nicht auf diesen Zeitraum verteilt werden. In Klammern 5 Jahre à 4% zusätzlich, Klammer zu, sondern kann auch zum Beispiel im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgezogen werden. Es erfolgt keine zeitanteilige Abschreibung, es kann der volle Jahresbetrag angesetzt werden. Sehr schön. Übersicht 20, Gegenstände des Anlagevermögens. Prüfungsreihenfolge bei Anschaffung, Herstellung von Gegenständen, denen den Gegenständen des Anlagevermögens und Wahl der Abschreibungsart. Erstens, liegt ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens vor? Zweitens, steht das Wirtschaftsgut überhaupt im juristischen oder wirtschaftlichen Eigentum des Unternehmens? Drittens, wurde mit dem Wirtschaftsgut ein solches des Anlagevermögens oder eines des Umlaufvermögens angeschafft? Okay, was Umlagevermögen ist, steht weiter vorne. Viertens, handelt es sich bei dem Wirtschaftsgut des Anlagevermögens um ein abnutzbares oder ein nicht abnutzbares? Fünftens, kommt für die Anschaffung eventuell eine Sofortabschreibung, eine Sonderabschreibung oder eine Poolabschreibung in Betracht? So. Es geht weiter mit Lektion 13, die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Das sind zum Beispiel Geschenke, Geschenke an Geschäftspartner, Geschenke an Arbeitnehmer. Es geht um Arbeitsessen, es geht um ein Candlelight-Dinner. Es geht um eine Arbeitsbesprechung, die Weihnachtsfeier, die Verpflegungsmehraufwendung, die Fahrtenwohnung in und Betrieb, ums Fahrtenbuch, um Varianten der Berechnung für Fahrten. Fall 66, die nicht abziehbare betriebliche Steuer. Das ist auch ein langes Kapitel. Die Abzugsfähigkeit von Beteiligungsaufwendungen. Und damit ist das hier zu Ende. Und das Ganze geht von Seite 114 bis Seite 128. Das heißt, das Ganze sind 14 Seiten. Na dann, mache ich mir mal mein Zeichen hier rein. Und dann reicht es auch für heute. So.